Staat auf der Welt, wo Cannabis legal im Geschäft verhalten ist. Das ist ein großer Fortschritt und ein großer Erfolg unserer Bewegung. Auch in den USA, dem Mutterland der Drogenprohibition, zeigen sich die Fortschritte. Die ersten zwei Staaten, Colorado und Washington, haben endlich den Cannabis zum Genusskonsum legalisiert. Medizinisches Cannabis ist schon längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen und zum ersten Mal stimmen in Umfragen eine Mehrheit der US-Bevölkerung der Legalisierung von Cannabis zum Genusskonsum zu. Das ist auch eine Bewegung, die sich eigentlich nicht mehr einnehmen lässt. Der Erfolg ist hier nicht aufzuhalten. Allerdings gibt es gerade für uns als deutsche Legalisierungsbewegung noch keinen Grund, die Hände in den Schoß zu legen.